Heute reden wir mal nicht über Bücher, jedenfalls nicht in erster Linie, sondern über Filme. Und dementsprechend ist hier auch ein kleiner Stapel mit Filmen und nicht mit Büchern diesmal. Ausnahmsweise. Denn wir haben heute einen Tag, das heißt, wir arbeiten 12 Fragen ab, die gestellt worden sind durch Thomas vom Kanal Schundleser. Und er hat das genannt, den BookTube Lass uns über Film reden Tag. Da geht es also um Filme und um Verfilmungen und über das Verhältnis von Buchvorlage und Film. Und das finde ich ganz faszinierend, weil das eine mit dem anderen natürlich ganz eng zusammenhängt. 12 Fragen heißt, ich mache auch Zeitstempel, sodass ihr dann entsprechend das anwählen könnt, die ein oder andere Frage, die euch vielleicht besonders interessiert und dann vielleicht das eine oder andere auch überspringen könnt. Vorab, ich mache keine Werbung, sondern sage ausschließlich meine Meinung und mein Zeug. Das kaufe ich mir immer selbst. Ja, ein durchaus reizvoller Tag. Thomas hat gesagt, ja, im deutschen BookTube-Bereich, da wird gar nicht groß über Filme gesprochen, sondern das sei eher im englischsprachigen BookTube-Bereich eher vorzufinden. Das mag sein. Als ich vor über 2, fast 3 Jahren den Kanal Literatur und Whisky startete, da hatte ich durchaus in Erwägung gezogen, auch über Verfilmungen zu sprechen, vielleicht auch ganz aktuell mal über den einen oder anderen Film. Hab das dann aber eher fallen gelassen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber für mich gab es immer eine ganz enge Verwandtschaft zwischen Literatur und Film. Man kann auch sagen, seit es ja den Film gibt, hat er ja auch Einfluss genommen auf Autoren und auf dementsprechend dann auf die Literatur und natürlich auch umgekehrt. Viele moderne Klassiker waren begeisterte Kinogänger. Brecht hat Experimente gemacht mit dem Medium Film. Oder schauen wir uns an einen oder lesen wir einen Roman wie Berlin Alexanderplatz mit seiner Montagetechnik. Das ist natürlich alles filmisch. Also das ist natürlich wahnsinnig inspiriert vom damals ganz modernen Medium Film. Also letztlich sind beide Erzählmedien für mich auch absolut gleichberechtigt, wie eigentlich alle Künste. Aber vor allen Dingen haben natürlich Roman und Film eine ganz enge Verwandtschaft. Nicht nur, weil sie beide eben eine Geschichte erzählen, aber natürlich in erster Linie deswegen. Und eigentlich ist ja auch schon der Begriff der Verfilmung eines Buches ist ja eigentlich schon die Abwertung des einen Mediums in Bezug auf das andere. Ja, also, da geht's heute drum. Ich werde jetzt nicht ganz lang rumreden. Ich weiß nicht, wie lange das heute wird. Könnte ein bisschen dauern. Mal schauen. Ich versuche mich ein bisschen kurz zu fassen. 12 Fragen hat Thomas gestellt. Die greife ich auf. Die erste Frage lautet, du bist ohne Schirm in der Stadt unterwegs und es fängt heftig zu regnen an. Fließt du eher in eine Buchhandlung, ins Kino oder in ein Café? Das soll wahrscheinlich so eine Auflockungsfrage sein. Das hat ja noch gar nicht so sehr stark mit dem Medium Film zu tun. Aber es ist natürlich schon die Alternative zwischen Buchhandlung auf der einen Seite und Kino auf der anderen. Und ich sage ganz ehrlich, keins von beiden. Wenn es regnet, gehe ich ins Café. Warum? Ich liebe Cafés. Ich mag besonders natürlich Kaffeehäuser, wie in der Kaffeehauskultur in Wien oder beispielsweise in Prag. Ich bin sehr gerne in Cafés, kann mich da auch ewig lange aufhalten. Natürlich, wenn da irgendwas zu lesen ist, sonst wird es langweilig, klar. Aber in einem guten Kaffeehaus liegen Zeitungen aus und das reicht mir dann auch schon. Ins Kino auf gar keinen Fall. Ich glaube, das hat man vielleicht früher mal gemacht. Da hatte man eben wechselnde Filme, auch kürzere Filme etc. Erste und zweite Matinee und all so ein Gedöns. Das gibt es heute kaum noch. Heute hat das oft mit Schlange stehen oder mit vielen Popcorns und Chips und Gedöns letztlich zu tun. Die Filme sind auch alle, finde ich, viel zu lange mittlerweile. Also das ist für mich gar kein Entspannungsort mehr in erster Linie. Die Buchhandlung ist der gefährlichste Bereich, den es gibt, denn die macht dich arm, wenn du da bist, dann kaufst du Bücher. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich wäre im Café. Zweite Frage, die lautet, schaust du Filme meistens zufällig und beiläufig im Fernsehen, im TV oder Streaming, wenn du zu müde zum Lesen bist oder wählst du Filme so bewusst aus wie deine Lektüre? Eigentlich wähle ich Filme
immer sehr bewusst aus. Wenn ich nicht gerade so eine Feierabendmüdigkeit habe und mir das völlig wurscht ist, was dann da läuft in der Glotze, das mag es auch geben. Aber ansonsten hat der Film bei mir immer einen ganz, ganz hohen Stellenwert gehabt. Für mich, sagte ich ja schon, gleichbedeutend eben auch mit Literatur. Natürlich gibt es hier ganz viel Massenware, ganz viel Müll auf dem Markt. Aber das ist bei der Literatur nicht anders. Und meine Beziehung zu Filmen, die ist schon ziemlich lang, ziemlich alt. Also bevor Streaming und vor DVDs gab es natürlich die Videokassette. Da hatte ich also eine große Sammlung auf Videokassette. Und tatsächlich davor hatte ich sogar noch angefangen mit Filmen auf Super 8. Also es war oft so, dass das Filmspulen waren, 20 Minuten, ein bisschen mehr. Und dann hatte man gekürzte Kinofilme dann da irgendwie auf diesen Filmspulen mit einem knatternden Projektor. War es irgendwie alles ziemlich absurd klingt, wenn man es sich heute anschaut, auch extrem gekürzte und beschnittene Fassungen. Aber das war so das Erste, was man an Film überhaupt so hatte, wenn man Filme sehen wollte. Im Fernsehen liefen in der Regel keine attraktiven Filme und das Medium Fernsehen war auch noch nicht attraktiv. Auch von der Qualität her nicht und von was die Filme betrifft. Und da hatte man dann, wenn man filmfanatisch war, und das war ich, dann griff man eben zu Super 8. So alt bin ich auch schon. Dritte Frage: Hast du eine Filmsammlung beziehungsweise einen Stapel ungesehener Filme zu Hause? Filmsammlung, ja. Stapel ungesehener Filme eigentlich kaum. Filmsammlung, ja, ich sammle auch nach bestimmten Kriterien. Also auch, hatte früher auch so ein durchaus so eine, das als tatsächliche Sammlung betrieben, also beispielsweise dann nach Regisseuren, ja, dann mussten es alle Sam Peckinpah-Filme sein, alle Akira Kurosawa-Filme und so weiter, John Ford und alles so, da musste alles vertreten sein, bestimmte Klassiker, bestimmte Genres mussten alle irgendwie vorhanden sein und ja, das war schon relativ intensiv. Natürlich streng alphabetisch sortiert, sonst findet man irgendwann keinen Film mehr. Aber auch das wird natürlich irgendwann auch zum Platzproblem. Auch bei DVDs. Durch Streaming ist das mit dem Kaufen auch ganz gut zurückgegangen. Aber das kann ja, wie gesagt, alles ausarten. Durchaus bedrohlich werden. So. Und der Stapel ungesehener Filme eigentlich kaum. Ganz selten, wenn man mal so Beigaben hatte von irgendwas. Aber Filme, die ich mir ausgesucht habe und ganz gezielt gekauft habe, die habe ich dann auch in der Regel gesehen. Und das bedeutet auch, dass ich in der Regel immer zu Filmen irgendwie auch was lese. Also Informationen über diesen Film, mich auch auseinandersetze mit diesem Film, um den eben auch wertschätzen zu können als Kunstwerk. So. Vierte Frage, die lautet, ich mache deswegen so schnell, weil nachher brauche ich ein bisschen länger. Vierte Frage lautet, haben dich Filme schon einmal oder vielleicht schon oft zu großen Leseentdeckungen hingeführt? Ja, es gibt einige Romane bzw. literarische Vorlagen, die ich letztlich durch ihre Verfilmungen dann auch entdecken durfte. Ich fange an mit einem, das ist jetzt ziemlich blöd, aber den Film nicht irgendwie sichtbar hier, sondern nur in einer Box. Das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1954, stimmt's? Jawohl, 1954. Der ist in so einer Box hier, die gibt's schon lange nicht mehr, witzigerweise aus Schweden. Die musste man damals irgendwie importieren. Gab es keine deutsche und so weiter. Ist aber deutsche Tonspur und englisch und Originaltonspur natürlich auch. Aber da sind so ein paar Filme eben drin. Das Fenster zum Hof, absoluter Klassiker. Mit James Stewart Fürstin Garcia, wie heißt sie? Grace Kelly. Ja, Grace Kelly. Absolut großartiger Film. Kurz vielleicht, für die wenigen Menschen sollte es die überhaupt geben, die den nicht kennen.
Da ist ein Mann, der ist Fotoreporter, der ist, hat ein Bein im Gips und ist im Rollstuhl, kann sich nicht bewegen, langweilt sich wahnsinnig, weil er eigentlich jemand ist, dessen Leben durchaus abwechslungsreich ist. Und der sitzt eben am Fenster, guckt in seinen Innenhof und schaut sich die Nachbarschaft an und langweilt sich zu Tode. Während eines heißen Sommers, kann nachts nicht schlafen, guckt den Leuten ins Fenster, unter anderem dann auch durchaus voyeuristisch mit Feldstecher, und glaubt eben einen Mord beobachtet zu haben, beziehungsweise die Leerstellen, die sich zwischen Handlungsweisen ergeben, da schlussfolgert er, dass da jemand vielleicht seine Frau ermordet haben könnte. Niemand glaubt ihm natürlich, dass die eigentlich, dass die Geschichte, die sich dann eben sehr spannend entwickelt. Und das Interessante ist eben, es basiert auf einer Kurzgeschichte von Cornell Woolrich. Cornell Woolrich war ein hochspannender Autor, der eben in den 40er, 50er Jahren vor allen Dingen auch so Noir-Romane geschrieben hat, düstere Kriminalromane, durchaus auch viel Unterhaltungsware, aber der eben durchaus ein faszinierender Autor war. Und der hat eine Kurzgeschichte geschrieben, Das Fenster zum Hof. Und daraus wurde dann eben ein Drehbuch entwickelt. Und wie oft bei Alfred Hitchcock wurde dann noch ein bisschen was auch humoristisch dazu gedichtet. Hitchcock versuchte ja immer auch seine Krimis, auch seine düsteren Krimis, immer mit ein bisschen Humor zu würzen, weil er ganz genau wusste, musst das Publikum auch, du musst dem Publikum auch immer wieder Phasen des Lächelns, der Entspannung letztlich geben, sonst ist die Sache zu ernst, zu angestrengt und und. Was macht er? Er entwickelt zwei Frauenfiguren, vor allen Dingen die eine ist eben Grace Kelly, die schöne Grace Kelly, die praktisch die Braut oder die Verlobte oder die Geliebte eben von James Stewart, von dem Betroffenen hier, von dem Mann im Rollstuhl. Und da gibt es eben auch eine Flirtgeschichte letztlich zwischen diesen beiden und wird ganz wunderbar gemacht. Und es geht letztlich auch um andere Fragen. Also es ist durchaus, also die Frage eben, hat diese Beziehung zwischen diesen beiden sehr unterschiedlichen Menschen eine Chance und. Das heißt, es gibt also eine Nebenhandlung. Es gibt nicht nur diese reine Kriminalhandlung. Und es gibt noch eine witzige Frauenfigur, nämlich eine schon ältere Krankenschwester, die eben ihn verpflegt, auch versorgt und und. Und im Original gibt es erstens diese Braut überhaupt nicht und zum Zweiten, diese Krankenschwester ist ein Mann. Also von daher ist die Geschichte selbst vollkommen frei von Humor und von dieser ganzen Liebesgeschichte, spielt überhaupt keine Rolle. Also eine ganz andere Geschichte, ganz, ganz konzentriert auf die eigentliche Kriminalhandlung. Lange Rede, kurzer Sinn, aber dadurch, dass ich eben im Vorspann gesehen habe, basierend auf einer Kurzgeschichte von Cornell Woolrich, konnte ich den überhaupt erst entdecken. Das war für mich durchaus eine ganz spannende Entdeckung, denn dann habe ich doch einige oder ziemlich viele Romane von ihm auch gelesen und Erzählungen und dadurch eben einen ganz faszinierenden Autor entdeckt, der vielleicht heute gar nicht mehr so stark gelesen wird. Weiß ich nicht, glaube nicht. So, auch eine Entdeckung. Deckung, wo ich den Roman eigentlich erst an letzter Stelle entdecken durfte, war durch Planet der Affen. Planet der Affen habe ich allerdings gar nicht erst den Film gesehen, sondern zuallererst habe ich einige Comics davon in der Hand gehabt. Es gab damals von Marvel Comic-Versionen, die eher auf den Filmen basierten. Das war ungefähr so Mitte der 70er Jahre. Und der deutsche Williams Verlag, der hatte die dann nach Deutschland gebracht, zumindest eine Handvoll. Davon habe ich einige Hefte gelesen und war vollkommen fasziniert. War ja auch noch ein bisschen jünger als jetzt. Das war für mich so mit einer der ersten richtigen tollen Science-Fiction-Kontakte. Und das fand ich faszinierend. Hab dann aber relativ schnell geblickt, weil es stand auch irgendwie in den Heften drin, dass es eben auf Filmen basierte und habe dann irgendwann eben die Filme gesehen. Der erste Film war, glaube ich, aus dieser Affenreihe, fünf Filme waren das, die damals im Kino liefen. Das ist also nicht die neuen Affenfilme, die Planet der Affenfilme, die wir heute in den Kinos kennen, sondern das ist die alte Reihe. Ich glaube, der erste war von 1968, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mit damals auf dem großen Star Charlton Heston, der die männliche Hauptrolle gespielt hat. Und das war für mich ein unglaublich faszinierender Film. Fand ich großartig, völlig neue Welt.
Und habe dann eben erst wesentlich später den Roman entdeckt, der ganz anders war als der Film. Und trotzdem faszinierend. Es gibt auch durchaus Entsprechungen, Ähnlichkeiten, aber die Grundgeschichte ist dann doch teilweise ganz, ganz anders gestrickt. Aber trotzdem absolut faszinierend. Das fand ich großartig. Und der Autor des Romans Planet der Affen, er heißt Pierre Boulle, und Pierre Boulle hat auch noch einen zweiten ganz berühmten Roman geschrieben, der auch wahrscheinlich nicht so berühmt ist wie seine Verfilmung durch David Lean, nämlich Die Brücke am Kwai. Also diese beiden Romane habe ich letztlich eben kennengelernt, indem ich erst den Film gesehen habe, und über diesen Film und auch Brücke am Kwai habe ich erst den Film gesehen und erst später herausgefunden, ah, guck mal, der ist von dem, von demselben Autor. Also von daher, da ging der Weg über die Filme oder über die Verfilmungen hin dann eben bis zu der Leseentdeckung. Ja. Weiteres Beispiel und nochmal ein anderer Weg, eben erst Comic, dann Film, dann Roman. Moby Dick, wer diesen Kanal aus Versehen schon mal gesehen haben sollte. Er weiß, dass ich dieses Buch kultisch verehre, ja, und völlig kritiklos. Und auch Herman Melville. Und meine erste Begegnung war mit Moby Dick war da ein Hörspiel. Nämlich dieses Hörspiel, das ist aus den 70er Jahren, ja, von 1972, das ich damals nicht auf CD hatte. Das ist von Europa. Sondern auf einer Audiokassette. So, da hatte man einen kleinen Rekorder und mit Audiokassette, da habe ich das Ding eben dann, glaube ich, zum ersten Mal gehört. Oder Vinylschallplatte, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und das ist natürlich radikal gekürzt eben auf den Actionplot. Aber das fand ich ganz großartig und absolut faszinierend. Also das war meine erste Begegnung mit der Geschichte. Und da hatte ich also Moby Dick als Roman noch nicht gelesen, auch nicht irgendwie in Jugendroman bearbeiteter Form gekürzt oder wie auch immer. Sondern nur das Hörspiel, und habe dann irgendwann im Fernsehen gesehen die Verfilmung von John Huston aus den 1950er Jahren. Ist das 56, ist das 1954, ich weiß nicht, 56. Verfilmung von John Huston mit dem großartigen Gregory Peck als Kapitän Ahab. Und das Interessante ist, das Drehbuch, also die Adaption, ja, die Adaption des Romans, die Bearbeitung von einem epischen Text, und zwar einem monströsen Text, einem riesenhaften Text, dann eben die Bearbeitung in einen dramatischen Text, also in ein Drehbuch, das leistete damals der noch junge Ray Bradbury, selber ein ganz großer Name natürlich. Ja, also von daher, das waren die ersten beiden Begegnungen mit diesem fantastischen Stoff. Und dann später kam eben dadurch die große Liebe zum Roman Moby Dick. Also eigentlich erst über den Abenteuerroman, und plötzlich habe ich dann irgendwann gemerkt, was ist das für ein unglaubliches Kunstwerk, und was hat dieser Herman Melville dann also noch alles geschrieben? Das war für mich absolut faszinierend. Also von daher hat da der Film mir sozusagen den Weg geebnet dann zu neuen Leseentdeckungen. Die fünfte Frage lautet: Hat dir ein Film schon einmal so gut gefallen, dass du das zugrunde liegende Buch nicht mehr lesen wolltest, aus Angst, enttäuscht zu werden? Nein, niemals. Ich sagte schon, ich habe da eine klare Trennung zwischen Film und Buch. Und beide Medien haben für mich eine wahnsinnige Eigenständigkeit. Und von daher, auch selbst wenn ich einen Film wunderbar finde, hat das für mich erstmal gar nichts mit dem Buch so in erster Linie zu tun. Hat es dann doch, darauf kommen wir dann vielleicht bei einer der nächsten Fragen, aber nein, kein Film, und sei er noch so gut oder sei er so schlecht, kann mir irgendwie den Spaß oder die Entdeckungsfreude dann am Buch irgendwie nehmen, versauen, wie auch immer. Aber es gibt durchaus Verfilmungen, die besser als ihre Vorlage sind. Und da möchte ich ein, zwei Beispiele nennen. Zweimal ein Beispiel von Stephen King-Verfilmungen. Es gibt sehr,
sehr viele schlechte Stephen King-Verfilmungen liegt einfach daran, dass ja alles von ihm verfilmt wird. Jeder Kassenbon, den er irgendwie geschrieben hat oder wie auch immer, wird verfilmt. Und unter anderem eben auch natürlich nicht nur seine großen Romane, sondern eben auch manchmal basierend auf Kurzgeschichten oder auch Novellen. Und eine dieser Novellenverfilmungen ist eben der Film The Shawshank Redemption, deutscher Titel, Die Verurteilten. Deutscher Titel der Novelle lautet Pin-Up. Und ist eben eine der vier Novellen aus dem Sammelband, aus seinem ersten Kurzroman oder Novellensammelband Frühling, Sommer, Herbst und Tod, Different Seasons. Und die Geschichte Pin-Up ist oder The Shawshank Redemption ist eine ganz klassische, hübsch erzählte Gefängnisausbrechergeschichte. So. Und ist hübsch, liest sich toll, ist wunderbar, aber ist jetzt nichts, wo man sagen würde, oh, dann ist aber jetzt ein tolles Stück Literatur mit einer besonderen Charakterzeichnung und so weiter. Nein, das nun wirklich nicht. Es ist eine gute Unterhaltungsgeschichte, ordentlich gemacht, nett erzählt, aus der Perspektive eines Mithäftlings. So, da geht es eben um einen ganz besonderen Häftling, der eben dann unbemerkt eben letztlich ausbricht. So, und dieser Film hier aus den, na, von wann ist denn der? Habe ich jetzt vergessen. Aber er ist von Frank Darabont. Frank Darabont hat 3 Stephen King Bücher verfilmt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist eben sein bekanntester, berühmtester, toll besetzt mit Tim Robbins und Morgan Freeman. Und Frank Darabont hat auch das Drehbuch geschrieben. Also hat den Roman adaptiert, hat ihn umgewandelt, bearbeitet zu einem dramatischen Text. Drehbuch ist ein dramatischer Text, genau wie ein Theaterstück. Und hat das dann eben wunderbar verfilmt. Und hier muss man einfach sagen, ist das eine wesentlich konzentriertere und deutlicher ausgeführte Charakterentwicklung der Figuren. Und es ist ein Film mit, die Handlung hat wesentlich mehr Tiefe als die Vorlage. Also von daher herausragend gut. Der zweite Film, den er gemacht hat, oder die zweite Stephen King-Verfilmung war The Green Mile, auch ein Gefängnisfilm. Auch ein toller Film, aber da finde ich auch, die Vorlage ist da sehr nah an dem Film. Also da gibt es, finde ich, nicht so viele Unterschiede. Und der dritte Film ist auch eine Novelle, die er da verfilmt hat, nämlich Der Nebel. Kein Hauptwerk von King, eher so eine Lovecraftsche Geschichte ein bisschen. Und da haben wir auch ganz viele Ähnlichkeiten. Das ist relativ werktreu, aber das Ende finde ich hier wesentlich unversöhnlicher, schockierender, beeindruckender. Es ist wirklich am Ende nochmal ein unvermuteter Twist irgendwie. Ja. Und das finde ich ziemlich gut. Und das, während eben King, der einfach ein sehr versöhnlicher Mensch ist, dann doch die Leser eher in so ein Happy End irgendwie entlässt, ein bisschen versöhnliches Ende, ist das hier, finde ich, viel beeindruckender, viel stärker, fand ich also durchaus faszinierend auch. Also Frank Darabont, der hier, glaube ich, auch das Drehbuch geschrieben hat und eben auch den Film gedreht hat, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Steht da irgendwas? Nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. So, das ist also Der Nebel, auch eben, wie gesagt, finde ich, stärker als die Vorlage. Ganz berühmtes Beispiel, wo es für mich sehr, sehr eindeutig ist, dass der Film stärker ist als die literarische Vorlage, ist der Film Der Pate von 1972, beziehungsweise noch mehr seine Fortsetzung Pate 2 von 1974. Mit großen Schauspielern Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro. Großer Film. Basiert auf dem Roman von Mario Puzo. Mario Puzo hat auch das Drehbuch geschrieben, hat ja als Drehbuchautor auch gearbeitet, hat auch beispielsweise von das Drehbuch zu Superman geschrieben, Film von 1978 von Richard Donner. Also von daher durchaus professionell. Aber das Drehbuch hat er eben nicht alleine auf der Basis seines Romans geschrieben, sondern mit Francis Ford Coppola, dem Regisseur dieses absoluten Kunstwerks. Und Coppola hat hier auch einiges
umgearbeitet. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, der Roman, den kann man lesen, ist ja auch ein Bestseller, auch aufgrund natürlich seiner Verfilmung. Es ist aber eigentlich ein mittelmäßiger Roman. Von der Schreibe her ist das Durchschnittsware. Das ist keine besonders interessante Literatur. Der Film und vielmehr eben noch der zweite Teil, die sind aber absolut herausragend, grandiose Kunstwerke und verleihen eigentlich dieser Pate-Geschichte eine ungeheure Wertigkeit. Ich persönlich meine, wenn man den Film gesehen hat, muss man den Roman nicht lesen. So, das also nur so weit. Ganz anders als die literarische Vorlage, aber durchaus auch beeindruckend und von daher finde ich, obwohl anders in eine andere Richtung gehen, aber doch mindestens gleichwertig, finde ich, ist der Film Blade Runner. Blade Runner von 1982 von Ridley Scott. Er hat vorher, ist er bekannt geworden durch Alien. Und das war damals ein Film, der war gar nicht so erfolgreich, als er ins Kino kam, denn er hatte einen ganz großen Konkurrenten, nämlich E.T. Und ist aber letztlich doch der große visionäre Science-Fiction-Film, schon von seiner Optik her unglaublich. Basiert auf einem Roman von Philip K. Dick, dem großen Philip K. Dick, dem großen Science-Fiction-Autor, wahrscheinlich dem wichtigsten modernen Science-Fiction-Autor überhaupt. Und der Roman heißt eigentlich Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Mittlerweile wird der Roman einfach auch unter dem Titel Blade Runner, also unter dem Filmtitel, vertrieben, weil der Film mittlerweile einen unglaublichen Kultcharakter bekommen hat. Das liegt an ganz, ganz vielen Dingen, an seiner wahnsinnigen Visualität, an seiner unglaublichen Bildarchitektur, an der sphärenhaften Musik von Vangelis und an vielen anderen Dingen eben auch. Und es ist durchaus ein Film, der zumindest den Science-Fiction-Film revolutionierte und auch wahrscheinlich den Science-Fiction-Roman inspirierte, eben auch letztlich, da bin ich sicher, dass also Science-Fiction-Autoren sich eben durch den Film besonders auch haben inspirieren lassen. Interessant ist, Philip K. Dick war erstmal gegen diese Verfilmung, weil er gemerkt hat, die gehen in eine ganz, ganz andere Richtung. Also hier hat man nachher mit diesen Androiden, mit diesen künstlichen Menschen durchaus Mitleid, merkt, das sind durchaus Maschinen mit menschlichen Zügen, die haben sie im Original überhaupt nicht. Ja? Und von daher ist es eigentlich genau gegensätzlich, ja, gegen den Roman. Und einige Dinge sind auch einfach ganz anders. Aber dann hatte sich der Autor doch ziemlich damit versöhnt mit diesem Projekt. Er hatte also Kontakt auch mit dem Regisseur, mit Ridley Scott, war am Set, hat sich das angeguckt und so weiter und so fort. Hat gesagt, ja doch, das ist interessant, aber meinen Roman schreibe ich nicht um, der bleibt so, wie er ist. Und so haben wir zwei ganz interessante Spielarten dieser Geschichte um diesen Blade Runner. Das ist ein großartiger Science-Fiction-Film, aber auch ein hochspannender Science-Fiction-Roman. Und das finde ich eben auch, ist auch eine ganz spannende Sache, wenn man so diese beiden Varianten so hat. So, gehe ich mal weiter, sonst rede ich zu viel. Sechste Frage. Wenn du die Verfilmung eines Buches siehst, kannst du Lese- und Filmeindruck dann getrennt halten oder überschreiben die Gesichter und Eigenarten der Schauspieler, die Gesichter und Eigenarten der Figuren, die du im Kopf hattest? Das ist eine ganz schwierige Frage. Thomas hat die beantwortet ziemlich klar, indem er sagte, doch, ich kann die Bilder im Kopf behalten, die ich bei meiner Lektüre habe. Bei mir ist es, ich kann das nicht so eindeutig beantworten. Ich finde das ganz, ganz schwierig. Immer ein Beispiel, Herr der Ringe. Herr der Ringe galt lange Zeit als unverfilmbar. Es gab eine Animationsfilm-Version, will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber lange Zeit hat man gesagt, will man denn diese Tolkien-Mittelerde, wie will man das denn verfilmen? Das war ja gar nicht möglich. So, dann gab es dann natürlich die Computertechnologie und dann gab es Peter Jackson, der eben visionär gesagt hat, ich mache das jetzt, ich verfilme das. Und ich, der den Roman gelesen hatte Mitte der 80er Jahre, 86, glaube ich, 87, weiß nicht mehr, 86, glaube ich, für mich war eben vollkommen klar, ich will den gar nicht verfilmt sehen. Ich habe da meine
meine Imagination von Mittelerde. Und die soll auch so bleiben. Und ich will mir das nicht kaputt machen lassen. So, ne? Und war also erstmal völlig negativ eingestellt gegen die Verfilmung. Hab's mir dann aber doch natürlich angeguckt. Erstmal im Kino diese dreistündigen Fassungen und dann Gott sei Dank die eigentlich interessante Fassung, die Extended Versions, jeweils irgendwie eine Stunde mehr. Und war dann doch ziemlich beeindruckt. Man kann jetzt über die Verfilmung ganz unterschiedlicher Meinung sein. Aber mich hat vor allen Dingen beeindruckt die ungeheure Leistung der Drehbuchautoren. Allen voran Fran Welsh. Und zwar Fran Welsh oder Walsh. Ich habe jetzt hier mal den Film, den zweiten Teil, Die zwei Türme, halte ich mal jetzt hier hoch. Denn gerade bei dem Film, bei dem zweiten Band der Ring-Trilogie, die keine Trilogie ist, aber ne, ihr wisst, was ich meine, da ist es ja durchaus so, dass es wahnsinnig schwer ist, das filmisch umzusetzen. Denn Tolkien erzählt natürlich eben nicht filmisch, sondern er hat ja erstmal einen Erzählstrang erzählt, also von der einen Gruppe, was die erlebt, und geht dann plötzlich, macht dann Schluss nach, weiß nicht mehr, 180 Seiten oder so, geht dann in der Zeit zurück und sagt, und jetzt erzähle ich praktisch das, was in dieser Zeit, die ganze Zeit, die andere Gruppe erlebt hat. Das kannst du im Film natürlich nicht machen. Da musst du hin und her blenden. Ja? Und das bedeutet aber, dass du wahnsinnig eingreifen musst in den Text. Und eine sehr genaue Vorstellung haben musst auch von Erzählstruktur. Außerdem mussten natürlich Dinge, Figuren, Stichwort Tom Bombadil, rausgekürzt werden, weil sonst der Film eben endlos wird. Der ist ja schon wahnsinnig lang. Ja, wenn wir alle drei Teile nehmen, dann sind wir schon bald auf, kommen wir bald auf 12 Stunden. Ja, so. Und da hat man also auch das ein oder andere rauskürzen müssen und man muss es natürlich auch in irgendeiner Weise für ein Filmpublikum bearbeiten. Das heißt also, bestimmte Figuren brauchen hier einen Schliff, den sie nicht von Tolkien haben. Oder das Kino verlangt in gewisser Weise, zumindest ansatzweise, nach einer Form von Romantikfaktor. Ja, das finden wir aber nicht im Herrn der Ringe. Und dann hat man also durchaus das ein oder andere auch etwas, ja, romantisiert. Lange Rede, kurzer Sinn, was Fran Walsh und ihre Kollegen, Kolleginnen gemacht haben, das ist schon eine ganz großartige Leistung. Diesen einen doch sehr schwierigen, epischen Text dann eben in einen konsumerablen, verfilmbaren, dramatischen Text umzuwandeln, das ist auch eine literarische Leistung. Ja. Adaptieren, verfilmen, ist ja irgendwie immer so, als wäre das so eine, als wenn das so eine Dienstleistungshandlung wäre. Ja. Da wird ja fast den Künstlern die Kreativität abgesprochen. Dem ist aber eben nicht so. Ja. Das muss man eben ganz klar sagen. Ich sprach eben an Stichwort Romantisierung und bin dann beim nächsten Beispiel, nämlich bei den Jane Austen-Verfilmungen. Die Jane Austen-Verfilmungen, die romantisieren ja ganz extrem die Buchvorlage. Denn bei Jane Austen finden wir diesen Romantikfaktor ja gar nicht so. Jedenfalls nicht in der Weise wie in den Filmen. Da geht das natürlich schon los mit dem Licht, mit der Musik vor allen Dingen und so weiter und so fort. Also ein Paradebeispiel ist natürlich die wahrscheinlich berühmteste, kultigste Jane Austen-Verfilmung. Das ist Stolz und Vorurteil von 1995. Eben mit Colin Firth als Mr. Darcy und eben Jennifer Ely eben als Elizabeth Bennet. Und das ist ein Mehrteiler, eine BBC-Verfilmung, wenn ich das richtig, ist BBC, ne? Ja, BBC-Verfilmung, die war wahnsinnig erfolgreich, ist eine ganz wunderbare filmische Umsetzung, stellenweise sehr, sehr werktreu, aber eben doch mit einer ganz deutlichen Akzentverschiebung. Das geht schon los in der ersten Einstellung, die zeigt nämlich Mr. Darcy und Mr. Bingley.
wie sie auf dem Pferd irgendwie durch die Gegend galoppieren und irgendwie übers Land schauen und so weiter. Das heißt, wir haben da oft die Männerperspektive. Der Drehbuchautor Andrew Davis hat mit ganzer Absicht eben gesagt, ich will auch eine Männerperspektive einbringen. Und das haben wir in den Romanen überhaupt nicht. In den Romanen haben wir ja fast ausschließlich die Perspektive der betroffenen Frauen und nicht die der Männer. Und wenn wir etwas über die Männer erfahren, dann eben immer nur das, wenn die irgendwie gerade kommen und man die Frauen sie treffen oder irgendwie sie schreiben Briefe und man hört dann was aus den Briefen und so weiter. Also das ist, damit geht das schon los. Ohnehin ist es ja wahnsinnig schwer. Jane Austen Romane sind eine Herausforderung für Drehbuchautoren und Regisseure, denn die haben ja schon einen ganz, ganz hohen Anteil an Briefen, eben dann diese eingeschränkte Perspektive immer nah an dieser einen Person, der weiblichen, und sind eigentlich, die spielen ja meist irgendwie im Zimmer. Die spielen meist im Zimmer, ja. In irgendeinem Raum, in irgendeiner Räumlichkeit. Und das ist also fürs Auge relativ wenig, wenn wir mal die Romane nur lesen. Und das muss man natürlich filmisch irgendwie anders lösen, sonst sind die Filme wahnsinnig öde. Ja, und das hat man eben hier getan, indem man eben die mal ausreiten lässt oder eben übers Land spazieren lässt und so weiter und so fort. Also ganz viele Freilicht-Szenen sozusagen und eben auch, wie gesagt, ganz ummontiert Briefe, die kannst du mal verlesen lassen oder die kannst du auch mal aus dem Off einsprechen lassen, aber dann musst du auch irgendwie eine Form von Handlung sehen, die du in den Romanen eben nicht siehst. Ganz viel Jane Austen Kult wurzelt in den Verfilmungen, nicht in den Romanen. Die siebte Frage: Wenn du zunächst den Film und danach erst das Buch kennenlernst, prägen der Filmcast und die Filmkamera dann deine Lesefantasie? Extrem. So geschehen beispielsweise bei Vom Winde verweht. Ich habe den Roman vor vielen Jahren gelesen. Allerdings habe ich zuerst den Film gesehen von 1939. Ist er, glaube ich, 38, 39. Der hat eine wahnsinnig starke Ikonografie. Und auch als ich den Roman jetzt von Margaret Mitchell vor relativ kurzer Zeit in der Neuübersetzung neu gelesen habe, durchaus mit einem sehr kritischen Blick, auch verglichen nochmal mit der alten Übersetzung und auch dem Original, vielleicht gibt es dazu mal ein Video. Auch da hatte ich eben dann natürlich Vivien Leigh als Scarlett O'Hara immer im Kopf und auch Red Butler, der eigentlich anders ist im Roman, als er dann auch irgendwie von Clark Gable gespielt wird. Aber trotzdem hatte ich dauernd den Clark Gable im Kopf auch andere Bilder aus diesem so bildmächtigen Film, die hat sich bei mir immer wieder aufgedrängt. Das war dann das war ziemlich intensiv. Ja? Dagegen irgendwie anzukämpfen mit eigenen Imaginationsbildern, das ist gar nicht so einfach. Anderes Beispiel, berühmtes Beispiel, Raymond Chandler Verfilmung, gerade mit Blick auf Thomas, der ja diesen Tag ins Leben gerufen hat und der, wenn ich das richtig verstanden habe, durchaus eine Neigung in Bezug auf Raymond Chandler Romane durchaus verspürt. Raymond Chandler ist der Mann, der den berühmten Privatdetektiv Philip Marlowe in den 30er, 40er Jahren entwickelt hat und da der eigentlich auch ganz anders aussieht als der Schauspieler, der dann ihn berühmt dargestellt hat, nämlich Humphrey Bogart, unter anderem in dem Film The Big Sleep, Tote schlafen fest, der deutsche Titel ist, glaube ich, ist der von 1946, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall ein Film von Howard Hawks. Und großartiger Film, ja, toll, Musik ist von Max Steiner und interessant auch, das Drehbuch ist von William Faulkner, das ist der Name. Ne? Also William Faulkner arbeitet den Roman von Raymond Chandler um zu diesem Hollywood-Film
Und das ist ein grandioser Film. Grandioser Film. Und Humphrey Bogart ist ein fantastischer Philip Marlowe. Aber eigentlich überhaupt nicht der Philip Marlowe aus der Buchvorlage. Denn Humphrey Bogart war ein kleiner Mann und eigentlich überhaupt nicht attraktiv. Charisma zwar bis zum Abwinken, aber eigentlich kein attraktiver Mann. Während Philip Marlowe ganz anders aussieht, ein großer Mann ist, über 1,90 groß, ja, und ganz anders wirkt und ganz anders aussieht als eben Humphrey Bogart. Trotzdem, wenn ich dann eben Philip Marlowe Romane oder Erzählungen von Chandler lese, habe ich ständig den Bogart im Kopf. Ja, er hat ja auch noch den Sam Spade gespielt aus den Dashiell Hammett Geschichten, also in diesen Hardboiled Krimis aus dieser Zeit war eben Humphrey Bogart die Figur schlechthin. Mittlerweile gelingt es mir, mich davon auch zu emanzipieren und stelle mir dann einen anderen Philip Marlowe vor, aber er war doch wahnsinnig aufdringlich, was das betrifft. Die achte Frage, die lautet, sind deine liebsten Film- und Literaturgenres dieselben oder ziehst du je nach Medium Unterschiedliches vor? Was dann jeweils? Jetzt bin ich eh kein Leser, der auf bestimmte Genres festgelegt ist, und das gilt dann dementsprechend auch für den Film. Ich liebe als Filmgenre den Western, denn er ermöglicht, wie ich finde, in kaum vergleichbarer Form das Erzählen von Geschichten. Das gilt aber auch gleichermaßen dann für den Western als Roman. Das könnte ich jetzt ausführen, will ich aber nicht, da würde ein bisschen zu weit führen. Später hoffentlich mal in einem eigenen Video dann dazu ein bisschen mehr. Die nächste Frage ist die neunte Frage. Merkst du dir die Namen von Regisseuren sowie die Namen von Autoren? Wenn nein, warum eigentlich nicht? Doch, die merke ich mir, die konnte ich früher runterbeten, mittlerweile vergesse ich einfach wahnsinnig viel, das ist mein Problem. Aber ich habe mich sehr lange und sehr intensiv mit Filmgeschichte beschäftigt, mit Filmschaffenden beschäftigt, einiges aus der Filmwissenschaft eben auch gelesen. Und zwar ging es mir dann auch nicht nur alleine um die Regisseure, sondern eben auch immer um die Drehbuchautoren, auch um die Cutter, also um die, die den Filmschnitt besorgen. Dann natürlich um die Komponisten von Filmmusik. Ich habe immer den Film als Gesamtkunstwerk empfunden und fand dann eben auch, dass man diese einzelnen Bestandteile, ob nun Kameraschnitt, Musik oder das Drehbuch, das ein dramatischer Text ist, dann eben auch entsprechend würdigen sollte und auch die Leute, die dahinter stehen. Und ich bin auch einer von den Menschen, die im Kino bis zur letzten Sekunde sitzen bleiben und mir diesen ganzen Filmabspann dann eben auch durchlese und vor allen Dingen doch bei, oder zumindest bei den wichtigsten Punkten, wie eben jetzt schon genannt, ne, Musik und Schnitt und so weiter und Kamera, dann eben auch durchaus versuche, die zuzuordnen und wiederzuerkennen und da von dem hast du schon mal was gesehen in dem und dem Bereich, manchmal bis hin zu Stuntman. Also das ist für mich schon eine wichtige Angelegenheit. Die zehnte Frage, die lautet, wie wünschst du dir eine Literaturverfilmung? Streng buchgetreu oder so frei wie nur möglich mit vielen eigenen Ideen? Das ist eine ganz alte Streitfrage. Und vor allen Dingen Fans bestimmter Romane, die verzeihen es den Verfilmungen dann oftmals nicht, wenn die eben Abstand nehmen von der eigentlichen Buchvorlage. Ich möchte ein Extrembeispiel nennen, das habe ich leider hier nicht. Ich weiß nicht, ich hatte den mal, wo er hin ist, weiß ich nicht. Und zwar meine ich den Film Hiob. Das ist die Verfilmung des Romans von Josef Roth. Hiob, Roman eines einfachen Mannes. Der Film, die Verfilmung, stand aus dem Jahr 1978, österreichische Verfilmung, und Buch und Regie lagen damals bei Michael Kehlmann. Ja, das ist der Vater vom berühmten Daniel Kehlmann. Und Michael Kehlmann war, ich glaube, auch Schauspieler, aber eben auch Regisseur und war eben vor allen Dingen bekannt für seine sehr, sehr werktreuen Umsetzungen. Und bei diesem Film Hiob,
den es übrigens, glaube ich, auf YouTube in mehreren Teilen gibt. Den sollte man sich dann durchaus mal angucken. Der Film ist über 4 Stunden lang. Und das ist nun wirklich die absolute Werktreue. Man kann eigentlich, während man den Film sieht, das Buch dann dabei lesen. Und man hat sogar die Erzählerstimme, die zum großen Teil 1:1 mit dem Buch gleich ist. Das heißt also, da kann man wirklich sagen, wenn man den Film gesehen hat, dann braucht man den Roman nicht mehr zu lesen. Das ist wirklich 1:1. Und da stellt sich der Film, das Medium Film, ganz in den Dienst der Literatur. Ist also nichts anderes, eigentlich wie ein Hörbuch eben auch, oder eben er illustriert, also eigentlich einen dienenden Charakter und nicht irgendwie den Anspruch von einer eigenen künstlerischen Verwirklichung, ja, sondern er stellt sich in den Dienst der Literatur, was ja vollkommen legitim ist, ja, und vielleicht eben, was ja ganz, ganz viele Leser vielleicht genauso wollen, die sich ja auch darüber beklagen und eben sagen, das war beim Buch anders. So. Und das ist ja so der große Streit. Also Adaption geht es um die Umsetzung, eigentlich das Umschreiben des epischen Textes in den dramatischen Text, Drehbuch, und dann eben aber trotzdem 1:1 an den Vorgaben so bleiben. Oder gibt es so etwas wie künstlerische Freiheit? Und das hat natürlich mit ganz vielen Dingen zu tun. Also beispielsweise die Drehmöglichkeiten, Produktionsmöglichkeiten. Schon die Frage, wie lang soll der Film eigentlich werden? Denn natürlich muss ich einen umfangreichen Roman, den muss ich ja kürzen, da muss ich ja reduzieren, muss ich ja auch vielleicht Handlungsstränge und Figuren eben rausnehmen, weil ich ihn sonst nicht auf 1,5-2 Stunden Film dann letztlich bringen kann. Das hatte man sehr schön merken können in der Verfilmung von Lothar Günther Buchheims Roman Das Boot. Als er damals ins Kino kam, habe ich den damals gesehen, das war 1981, und zwar kam der ins Kino als 2-stündiger Film. Da wurde er auch ziemlich verrissen, so im Sinne, boah, actionlastig, Kriegsfilm und so weiter und so fort. Die durchaus ambivalente Haltung, die der Roman zum Thema Krieg einnimmt, die sei dann da eben nicht wiederzufinden und so weiter und so fort. Wolfgang Petersen war ja der Regisseur, der das da eben verfilmt hat. Und wurde also übelst kritisiert. Später gab es dann einen Director's Cut, 3 Stunden, aber die eigentliche Fassung ist die 4,5-stündige Fernsehfassung. Das heißt also, wenn man so will, wurde die 4,5-stündige Fernsehfassung ja zu Recht gekürzt, zu Recht geschnipselt für das Kino, damit man da eben einen 2-Stunden-Film präsentieren kann. Denn man muss sich natürlich auch überlegen, das hat ja ganz viel mit Geld zu tun. Wenn also Filmkopien angefertigt werden, dann ist es ja die Frage, wie lang ist der Film? Ja, wie viel Meter Film muss ich denn kopieren? Das sind ja immense Kosten, die ja alles in diese Produktionskosten immer mit eingerechnet werden. Deswegen also ein 4,5-stündiger Film im Kino ist ja sowieso schon ein großes Problem. Man kann auch gar nicht so viele Vorführungen letztlich zeigen. Ja, kann ich also locker schon mal 2-mal den 2-stündigen Film zeigen. In der Zeit dann die Herstellung von Kopien. Bla bla bla. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, Das Boot ist für mich einer der besten deutschen Filme überhaupt. Eine herausragende Romanverfilmung. Und trotzdem hat, auch wenn er sehr, sehr werktreu ist an ganz vielen Stellen, gab es eben doch auch an der einen oder anderen Stelle eben Eingriffe, Veränderungen, die dann sehr kritisch gesehen wurden, unter anderem auch vom Autor. Ich halte das nach wie vor für eine ganz großartige Verfilmung. Aber hieran sehen wir eben sehr schön, schon allein durch die Frage, wie lang soll der Film eigentlich sein, was kann ich rauskürzen oder nicht, da ist eben auch die Frage, wie werktreu kann das überhaupt noch so sein? Das eine Medium hat andere Gesetze als das andere. Wir kennen das ja eigentlich auch schon, die Frage, wie werktreu soll etwas inszeniert werden, das kennen wir eigentlich schon vom Theater. Da haben wir ja auch, wir sehen ja heute klassische Stücke, Klassikerstücke, sehen wir ja heute kaum noch in ihrer wirklich klassischen Form, so wie sie vielleicht mal von Autoren irgendwie gedacht oder erdacht wurden, sondern in der Regel sehen wir die ja in modernen Bearbeitungen. Und
Ab und an sieht man aber bei Verfilmungen diese Theaterstücke noch so, wie sie vielleicht gedacht waren. Nehmen wir Beispiel Shakespeare-Stücke. Beim Theaterstück ist es natürlich anders als beim Roman, denn da haben wir ja keinen epischen Text, der zu einem dramatischen Text umgewandelt wird, sondern wir haben einen dramatischen Text, den man abfilmt. Ja, also das Theaterstück ist ja schon das Drehbuch. Ich muss dann noch ein paar technische Sachen dazu schreiben, Beleuchtung und was zum Schnitt und wann setzt die Musik ein und wie auch immer. Und Kameraperspektive, mag ja alles sein, aber eigentlich ist das Theaterstück ja schon vorhanden und als dramatischer Text. Es gibt ein tolles Beispiel, es ist eins meiner Lieblingsstücke von Shakespeare, vielleicht mein Lieblingsstück, ist Richard der Dritte. Ich habe irgendwann mal eine DDR-Ausgabe bekommen, 4 schöne, dicke, gebundene Bücher. Das ist die Schlegel-Tieck-Übersetzung mit allen Shakespeare-Werken, die da enthalten sind. Und ein Band waren die Königsdramen und die habe ich in einem durchgefressen, durchgelesen und fand es ganz faszinierend. Und dann stieß ich eben auf Richard den Dritten und war begeistert über so viel Boshaftigkeit. Diese Figur ist so abgrundtief böse und zwar von der ersten bis zur letzten Seite. Es ist eben jetzt nicht so, dass es so ein typischer Charakterentwicklung im Drama. Das ist ein Schwein von der ersten bis zur letzten Minute. Ich fand es großartig. Und es gibt eben, wie ich finde, 2 ganz interessante Verfilmungen. Einmal die werktreue Verfilmung von Sir Laurence Olivier, der ihn nicht nur spielt, sondern eben auch inszeniert hat. Das ist 1955 gewesen. Der ist 2,5 Stunden lang, der Film. Ist natürlich auch an der einen oder anderen Stelle eine Bearbeitung. Ist ja auch eine filmische Umsetzung, aber ist wirklich wie eine ganz brillante Theaterinszenierung in den ganz klassischen Kostümen. Toll gemacht, wer den Richard den Dritten mal so kennenlernen möchte von Shakespeare, den würde ich ihm auf jeden Fall empfehlen. So, und jetzt kommt für mich die Sensation. Das war 40 Jahre später, 1995, Richard der Dritte kam ins Kino, eine völlige Neuinszenierung von Ian McKellen. Ja, Gandalf, ja, Ian McKellen oder Magneto oder wie auch immer. Der große Schauspieler, der hat also hier auch das Drehbuch mitgeschrieben und eben gemeinsam mit Richard Long Crane, der dann eben auch die Regie gemacht hat. Ein britischer Film. Und das Spannende ist, der ist von 1995 und der ist nur etwas über 100 Minuten lang. Das heißt, die haben radikal den Richard den Dritten zusammengekürzt und sie haben ihn vor allen Dingen versetzt in eine Parallelwelt, wenn man so möchte, nämlich in ein faschistisches England der 30er Jahre. Und Richard ist hier praktisch der faschistische, machtbesessene Herrscher und wird gespielt von McKellen zum Niederknien, kaum einen widerlicheren Bösewicht als Ian McKellen, als Richard den Dritten. Und ich fand die Essenz des Stückes, Intrigen, Macht, Manipulation, Lüge, das kommt so herausragend in dieser Verfilmung, wird das deutlich. Also es ist wirklich so, dass man sagt, ja, hier ist diese moderne Inszenierung, das eigentlich Weggehen vom Original, ja nur scheinbar, denn die Texte sind ja alle Shakespeare, da wurde nichts geändert. Ja, fand ich grandios, ein großes Erlebnis, auch komisch, ja, komisch. Die Komik, die in dem Stück steckt, kommt hier noch viel, viel deutlicher raus als in dieser Verfilmung. Also es ist ein ganz großartiger Film, wer den mal sehen kann, der sollte das auf jeden Fall tun. Ein ganz spannendes Phänomen ist ja, wenn beispielsweise sich die Verfilmung noch während der Produktion zunehmend von der Buchvorlage entfernt. Ganz berühmtes Beispiel ist natürlich Game of Thrones. Game of Thrones ist ja eigentlich ist ja eine Serie, 8 Staffeln, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist ja die Verfilmung einer Buchreihe von George R. R. Martin, die eigentlich den Titel hat, das Lied von Eis und Feuer. Und der erste Band hatte den Titel Game of Thrones. Und das ist dann der Titel der Serie. Lange Rede, kurzer Sinn. George R. R. Martin war mit seiner Buchreihe noch nicht fertig und die Serie hat den Autor überholt.
die Buchreihe ist immer noch nicht fertig, denn Martin hat seit vielen Jahren nicht mehr weiter geschrieben und alle Fans hoffen und beten, dass es irgendwann einen Abschluss der Reihe geben wird. Aber mit jedem Jahr wird das irgendwie unwahrscheinlicher. Das heißt also, der Autor hat auch den Serienmachern das Okay gegeben, schreibt die Serie weiter in eine andere Richtung, als sich die Bücher letztlich entwickeln. Denn wir wissen ja noch nicht, wo es hingehen wird. Und der wichtigste Autor dieser Serie war David Benioff, selbst ein hervorragender Autor. Der hat ein tolles Buch geschrieben, Stadt der Diebe, sollte man mal gelesen haben. Und auch ein gutes Buch ist Die 25. Stunde. Also selber ein Top-Autor, wenn man so möchte, der eben dann die Bücher bearbeitet hat, weiterentwickelt hat, die Charaktere auch in eine andere Richtung weiterentwickelt hat, als eben vielleicht mal beabsichtigt von George R. R. Martin. Mit der letzten Staffel, da waren ganz, ganz viele Fans unzufrieden. Es gab eine riesen Diskussion auch in den sozialen Medien. Die Forderungen müssen neu gedreht werden und, und. Ich fand das übrigens durchaus passend, aber das kann jeder anders sehen. Aber hier ist eben die spannende Geschichte, dass wir eine Buchvorlage haben, dass wir eine Verfilmung haben, die aber immer freier, freier, freier wird, sich auch immer mehr entfernt und die Geschichte in eine ganz andere Richtung dann letztlich weiterentwickelt. Das fand ich auch ganz, ganz faszinierend. Vorletzte Frage, das ist die 11. Frage. Welche ist deine Lieblingsverfilmung, also Lieblingsliteraturverfilmung, gehe ich mal von aus, und welche findest du besonders scheußlich? Da gibt es ein paar Verfilmungen, die ich brillant finde und ganz unterschiedliche sind. Vielleicht mit die brillanteste ist für mich Zeit der Unschuld. Das ist eine Verfilmung eines Romans von Edith Wharton. Der Roman ist von 1920, spielt aber im New York der 1870er Jahre und wurde dann verfilmt von Martin Scorsese oder Scorsese oder Scorsese, wie auch immer man den aussprechen möchte. Das war in den 90er Jahren, lass mich nicht lügen, wann war das? 93, glaube ich. Herausragend verfilmt in den Hauptrollen Daniel Day-Lewis und Michelle Pfeiffer, die zum Niederknien spielen. Musik, hochspannend, von Elmer Bernstein. Elmer Bernstein, das ist der Mann, der diese stark rhythmischen Western-Musikscores geschrieben hat für beispielsweise die Glorreichen Sieben, der hier eine ganz andere Musik schreibt. Ja, also die Musik ist fantastisch, die ist brillant und unglaublich stimmig. Und auf der einen Seite ist es wirklich sehr, sehr werktreu, sehr, sehr nah am Buch. Und trotzdem zeigt der Film hier eben, hey, es ist Martin Scorsese, ja, der eben auch übrigens mit einem Drehbuch geschrieben hat, der aber eben natürlich auch ein visueller Mensch ist, der eben weiß, wie er eine Filmsprache auch eben entwickelt und durchsetzt. Sieht man ja an so großartigen Filmen wie Casino beispielsweise. Und hier ist es eben auch so. Also ganz gleitende Bilder, nicht nur der Schnitt. Kameramann ist Michael Ballhaus. Ja, von Beruf Gott. Und eine herausragende Kameraarbeit, wie die sich bewegt, wie langsam sie sich bewegt, was das für fließende Übergänge sind. Der Schnitt passt sich diesem fließenden, eleganten letztlich auch an. Die Beleuchtung ist grandios. Menschen nehmen nicht einfach nur einen Brief aus einem Kuvert, sondern das sind fließende Bewegungen. Der Film ist so herausragend. Jede Einstellung ist herausragend. Bis hin natürlich zum Spiel der Figuren. Für mich eine der besten Literaturverfilmungen überhaupt. Besser kann es nicht sein. Eine Neuverfilmung davon würde ich mir nicht mehr angucken. Zu welchem Zweck? Ebenfalls eine Neuverfilmung würde ich mir nicht mehr angucken von diesem Film Eyes Wide Shut, der letzte Film von Stanley Kubrick von 1999. Und das ist eigentlich ja die Verfilmung, was heißt eigentlich? Es ist die Verfilmung von Arthur Schnitzlers Traumnovelle von 1926. Auf der einen Seite durchaus modernisiert, die sprechen auch durchaus modern miteinander, die beiden Eheleute. Sollte übrigens, darauf hat Kubrick Wert gelegt, tatsächlich ein Schauspieler-Ehepaar sein, deswegen damals Tom Cruise und Nicole Kidman. Aber doch eben sehr, sehr werktreu.
Der Drehbuchautor, wer war das denn nochmal? Also Kubrick hat das Drehbuch mitgeschrieben und Frederick Raphael. Frederick Raphael wollte das durchaus stärker modernisieren im Text, aber Kubrick hat immer wieder darauf verwiesen, auf teilweise auch Originalformulierungen, und er wollte eben sehr, sehr nah letztlich an der Vorlage bleiben. Deswegen haben wir einen ganz herausragenden und spannenden Film, unglaublich faszinierend. Auf der einen Seite werktreu, auf der anderen Seite schon in eine andere Zeit, nämlich in unsere Jetztzeit transportiert. Und es ist ein einmaliger Film. Ein absolutes Meisterwerk. Und ja, wie gesagt, wenn das noch mal, wenn die Traumnovelle noch mal neu verfilmt werden sollte, warum soll ich es mir angucken? Das ist für mich nicht mehr zu toppen. Und als letztes Beispiel, sowohl eine herausragende Verfilmung wie eben auch eine Verfilmung, die ich persönlich für nicht gelungen halte, da haben wir Krieg und Frieden. Krieg und Frieden, großer Roman von Lev Tolstoi, kennt man in der Regel. Zumindest hat man schon mal davon gehört, wenn man ihn noch nicht gelesen haben sollte. Ein Buch von, na, lass mich nicht lügen, 1500 Seiten ohne Anhang. Und das ist ein Roman, der auch schon mehrmals verfilmt worden ist. Gibt eine ganze Reihe Verfilmungen, ich kenne die auch eigentlich fast alle. Und herausheben möchte ich die sowjetische Verfilmung aus den Jahren 1961 bis 1967, so lange wurde gedreht, von Sergei Bondarchuk, ein unglaublich innovativer Filmemacher, der auch hier das Drehbuch, glaube ich, mitgeschrieben hat, oder hat das alleine geschrieben, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber er spielt übrigens auch die Hauptrolle, er spielt den Pierre, der eigentlich zu alt ist für diese Rolle. Aber er spielt grandios, wie alle Schauspieler herausragend sind. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man passender casten kann für diesen Roman. Der Film ist schlappe 6,5 Stunden lang, aber das Buch ist ja auch ziemlich umfangreich. So, und da muss man eben dazu sagen, er ist trotzdem natürlich an einigen Stellen gekürzt. Und natürlich haben wir trotzdem eine Schwerpunktsetzung, eine Akzentuierung. Anders geht das überhaupt nicht. Und trotzdem natürlich ist der Film der Werktreue verpflichtet. Ja, aber er ist filmisch eigenständig. Er ist ein teilweise experimentierfreudiger Film, wie man es aus den 60er Jahren kennt. Topmodern, so traut man sich das heute gar nicht mehr. Heute haben wir viel konventionellere Filmsprache als in den 60er Jahren. Und Sergej Bondarchuk ist jemand, der eben durchaus experimentierfreudig ist. Wir haben ganz faszinierende Mixtur auf einer totalen Modernität, wie eben Feiern, Bälle, Trunkenheit, wie das alles gefilmt und inszeniert wird. Dann eben haben wir wieder diese Massenszenen. Die halbe Rote Armee wurde in Uniformen gesteckt, um die napoleonischen Kriege dann da irgendwie weiter nachzubilden. Napoleons Russlandfeldzug. Also unglaubliche Massenaufnahmen, nichts mit CGI, also gab es ja noch gar nicht, ja, sondern das sind alles tatsächlich Menschen von Fleisch und Blut. Und eben auf der anderen, aber trotzdem eben eine wahnsinnig innovative Art, auch von Perspektive und Schnitt und so weiter und so fort. Grandios. Für mich nicht zu toppen. Großer Film, herausragend und immer wieder spannend. Den kann man sich immer wieder angucken, man sieht immer wieder was Neues. Gescheitert ist für mich persönlich dagegen die aktuellste Neuverfilmung von Krieg und Frieden. Ich glaube, es ist die aktuellste, es ist eine BBC-Verfilmung, übrigens auch 6 Stunden lang, glaube ich. Und von daher durchaus eben vergleichbar mit der Bondarchuk-Verfilmung. Natürlich hier ganz viel CGI, ist ja klar, technische Möglichkeiten. Drehbuchautor ist übrigens Andrew Davis, das ist der Jane Austen, Andrew Davis. Und man hat hier eben durchaus versucht, das für ein modernes Publikum, für ein junges Publikum entsprechend auch zu bearbeiten. Das heißt, die Figuren wirken alle irgendwie jünger, hipper, irgendwie angesagter, ich weiß es nicht. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Für mich ist das nicht der Roman, es ist so eine ganz gelackte Art irgendwie. Für mich sprechen diese Figuren uneigentlich. Irgendwie, das ist für mich nicht Lev Tolstoi. Und da sind wir eben bei der großen Frage, ja, wie sieht es denn also nun aus? Wie sollte das nun verfilmt sein, nah dran oder nicht? Auf der einen Seite bin ich durchaus begeistert, wenn man eigene Wege geht.
Wenn man eigene Ideen hat, wenn man auch vielleicht was modernisiert, ja, denken wir an die Verfilmung von der Prozess, Kafkas Prozess. Da wurde überhaupt nicht irgendwie im historischen Prag oder was verfilmt, sondern das hat Orson Welles 1962 ganz modern angelegt, mit Sinn und Verstand natürlich. Und auch bei so einem Historienschinken kann man das auch durchaus machen. Ich habe nichts gegen eine freie Verfilmung, aber ich finde, der Geist der Romanvorlage, der Buchvorlage, der sollte enthalten sein. Naja, hier ist es das vielleicht auch, aber mir gefällt es halt nicht. Gibt auch übrigens einen umgekehrten Fall, wo man sagt, wo man sagen kann, die Neuverfilmung ist deutlich besser als die Erstverfilmung der literarischen Vorlage. Das ist für mich der Fall bei Das Ding aus einer anderen Welt. Aber dazu sage ich nämlich jetzt gar nichts, denn da habe ich ein Video zu gemacht, zu beiden Verfilmungen. Und zur Vorlage, es ist ja eine Kurzgeschichte. Eigentlich hättet ihr jetzt dieses Video auch hier jetzt gesehen, aber das habe ich jetzt verschoben, um diesen Tag hier schnell dazwischen zu fügen. Und das kommt dann irgendwann später. Letzte Frage, 12. Frage, um nicht zu lang zu werden. Welches Buch sollte endlich mal wieder neu oder gar erstmals verfilmt werden? So, und da sage ich ganz einfach, ich habe keinen Wunsch. Ich habe da keinen speziellen Wunsch. Ich glaube allerdings, dass das Serienformat vielleicht die Zukunft der werktreuen Literaturverfilmung sein wird. Das kann man sehr schön erkennen an Charles Dickens Verfilmungen, beispielsweise der BBC. Es gibt eine tolle Verfilmung von Bleak House, die aber natürlich auch dieses Romanmonster auch kürzt. Zurecht kürzt und akzentuiert an bestimmten Stellen ganze Handlungsstränge letztlich unter den Tisch fallen lässt oder Figuren wegfallen lässt. Und trotzdem hat man dann, ich glaube, in 10 Teilen oder sowas, eine wirklich tolle, annehmbare Verfilmung. Bestimmte Romane brauchen den langen Atem, den sie eben durch die Serienverfilmung bekommen. Denken wir an die Buddenbrooks. Buddenbrooks als Film ist ganz nett, aber die Serie von Franz-Peter Wirth von 1978 in vielen Teilen, die wird erst diesem Roman eigentlich gerecht. Ja. Von daher glaube ich, die Serie, die ist hochspannend. Sehen wir zum Beispiel auch im Genrebereich. Der Roman The Terror von Dan Simmons ist ja auch verfilmt worden. Sehr aufwendig. Eben auch mit so einer Miniserie oder wie auch immer wir das nennen wollen. Auch wahrscheinlich, glaube ich, 10 Teile oder sowas. Grandios und sehr gut. Die Stärke des Films ist natürlich dann dadurch in Gefahr. Die Stärke des Films ist natürlich die Reduktion. Das fällt dann irgendwie so weg, aber auf der anderen Seite gibt es da eben wunderbare Möglichkeiten für tolle, umfangreiche Romane, Brüder Karamasow, die man eben, wenn man sie als einen Kinofilm machen würde, kann man ja nur einen Teilbereich des Romans letztlich umsetzen. Und da gibt es auch viele andere, was weiß ich, Der Graf von Monte Cristo, dann bitte ohne Gérard Depardieu, sondern irgendwie mit einer sinnvollen Besetzung. Aber viele Möglichkeiten gibt die Serie. Ansonsten, es bleibt unterm Strich, ich bin auch dafür zu sagen, gebt den Regisseuren Freiheit. Die sollten nicht jetzt immer nur am Wort kleben. Denken wir an so einen Film wie Fahrenheit 451, durchaus ganz andere Richtung als die Buchvorlage von Ray Bradbury. Der Film war von François Truffaut und ist gerade dadurch vielleicht so wahnsinnig faszinierend. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Das war jetzt so ein bisschen improvisiert und dazwischen geschoben. Und dann geht es beim nächsten Mal, nächsten Samstag, wieder ganz normal mit Literatur weiter in Buchform. Macht's gut, bis dahin, bleibt gesund. Ach so, eine Sache habe ich vergessen. Ich muss ja selber auch jemanden taggen. Das ist ja irgendwie der Sinn und Zweck von Tags. Ich mache das eigentlich ähnlich wie Thomas, indem ich sage, ich möchte eigentlich kaum jemanden hervorheben, zumal ich auch gar nicht mehr so drin bin in der BookTube-Szene, Bubble, wie auch immer, sondern würde eben sagen, jeder, der Lust hat, da was beizutragen, ob in den Kommentaren oder ein eigenes Video, der soll das bitte, bitte machen. Vielleicht erwähne ich einen Kanal, aber ob der das macht, weiß ich nicht. Es ist der Kanal Mastercut. Denn es ist kein Buchkanal, sondern es ist ein Filmkanal. Und zwar eben von Filmschaffenden für Filmschaffende. Das ist vielleicht ganz interessant. Den werde ich natürlich entsprechend hier auch verlinken. Aber ob der Kanalbetreiber, ob der das nun machen möchte oder nicht, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Von daher schauen wir mal. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und tschüss.